Hallo. Ja, freut mich, dass ihr alle hier seid. Ich kenne alle von euch, die hier sitzen. Das ist natürlich schön. Ich bin Marvin Vadius. Ich komme von der, also ich bin Schüler bei der HTK Academy hier in Hamburg. Und ich würde gerne heute euch ein Spiel zeigen, was ich gemacht habe. Das habe ich im dritten Semester gemacht, innerhalb von 6 Monaten. Und ich habe ziemlich viele Aspekte in dem Spiel gemacht und darauf wollte ich einmal hier eingehen und ein bisschen zeigen, wie der Gedankenprozess war und was ich da alles so gemacht habe. Und ja, aber damit ihr erstmal wisst, was das für ein Spiel ist, habe ich hier einmal den Trailer vorbereitet und den können wir uns einmal angucken. Ja, also wir. Dankeschön. Wie ihr gesehen habt, das ist ein 3D-Plattformer. Das wird jetzt ein bisschen chaotisch, wie ich alles erkläre. Das liegt einfach daran, dass man nicht eine Sache in einem Spiel zuerst macht und dann macht man. Also, man macht nicht zuerst die ganze Entwicklung, also Programmierung und dann UI und dann Sound oder so, sondern alles, was jetzt hier gleich gezeigt wird, entsteht in 6 Monaten die ganze Zeit in der gleichen Zeit. Also man macht den einen Tag das, dann den nächsten Tag was ganz anderes und das gehört ein bisschen dazu. Deswegen wird es ein bisschen chaotisch, wie ich das jetzt hier erkläre. Aber ich fange am besten einmal mit dem Konzept an. Und zwar habe ich am Anfang 3 Spielideen mir ausgedacht. Die seht ihr hier in meinem ordentlichen Notizbuch. Und von diesen 3 Ideen haben wir bei der Schule, also jeder von uns, die 3 Ideen gepitcht und eine Idee davon, also wir durften unseren Favoriten quasi festlegen und eine Idee, die gut umsetzbar ist und sich cool angehört hat, die durfte man dann umsetzen. Und das war bei mir die 3. Idee und auch meine Lieblingsidee. Und zwar ging es darum, dass man als Charakter Dinge in der Zeit zurückschicken kann, also dass man verschiedene Objekte hat, die zum Beispiel irgendwie eine Säule, die umgefallen ist und du konntest mit einem Knopfdruck die wieder hochmachen, dass sie wieder so ist, wie sie einmal war. Und diese Säulen kann man dann als Plattform oder sowas benutzen und weiterkommen im Leveln und dann ist es halt so ein kleines Puzzle-Element. Genau, das habe ich hier einmal versucht darzustellen. Sammle Collectibles und bekomme die Kraft, Objekte in der Zeit zurückzuschicken, um weiterzukommen. Erkunde anhand Orten und Umgebungen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das war noch so ein Ziel, was ich mir gemacht habe. Ich wollte nicht viel mit Text irgendwie sagen, was die Story ist, sondern wollte das anhand der Orte beschreiben. Also, dass man sich denkt, okay, hier ist das und das, was könnte hier passiert sein? Genau, und rechts an der Seite sieht man so ein paar Inspirationen von Spielen, wie ich den Look haben wollte. Sah jetzt im Endeffekt ein bisschen anders aus, aber das werden wir gleich noch sehen. Genau, nachdem ich dann die Idee bekommen habe, also das Go gekriegt habe, dass ich mit der Idee weitermachen kann, habe ich mir erstmal so eine Charakterskizzen gemacht. Hier sieht man auch schon, wie begabt ich im 2D-Bereich bin. Aber man sieht trotzdem, dass ich relativ schnell einen Charakter also durchgezogen hat. Das ist halt bei dem Notizbuch links sieht man unten rechts den Charakter, so ein kleiner Stein mit 2 Augen. Das habe ich, die Idee habe ich einerseits gemacht, weil ich wusste, dass ich was Simples machen will, damit es nicht allzu kompliziert für mich wird.
Und ich wollte halt einen Charakter haben, wo ich die Animation sehr schnell machen kann, weil ich finde, ein Charakter lebt immer voll viel durch verschiedene Animationen, die halt seine Emotionen wiedergeben. Und das ist natürlich, je komplizierter der Charakter, desto komplizierter werden die Animationen. Und da habe ich halt das Simpelste gemacht, was mir eingefallen ist. Man kennt das ja auch von Kirby oder so, das ist ja auch einfach nur so eine kleine Kugel mit zwei Füßen, bei Kirby noch zwei Armen. Auf die habe ich sogar hier verzichtet. Und habe halt so einen kleinen Stein genommen mit zwei kleinen Steinfüßen. So, hier sieht man ein paar Thumbnails, die ich gemacht habe für die Welt, die ich mir ausgedacht habe, wie alles so ungefähr aussehen sollte. Einmal schnell skizziert, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Und man sieht hier auch schon ein kleines Foreshadowing zu dem Ende von meinem Spiel, weil ich hatte sehr, sehr schnell schon die Idee für die Story und für das Ende, was ich haben wollte für das Spiel. Das sind nämlich hier jetzt die beiden Steine mit der Krone da oben drauf in dem ersten, in dem größten Bild. Das sollen nämlich die Eltern von Pebble sein, also von dem kleinen Stein, und die soll man finden. Genau, und das Ganze in der Welt, die aus Ruinen besteht, wo man sich die ganze Zeit fragt, okay, was ist hier wirklich passiert? Dann habe ich kleine Skizzen gemacht, wie die Levels aussehen könnten und wie der ganze Ablauf des Spiels sein sollte. Das war jetzt hier einfach nur so ein kleiner Test. Ich wollte halt, dass man dieses Prinzip des Objekte in der Zeit hin und her schicken, dass man das nicht immer machen kann, sondern dass man dafür spezielle Collectibles einsammeln muss. Und dann musste man halt, das war jetzt in diesem Fall Kristalle, musste man die immer zwischen verschiedenen Objekten handeln und gucken, okay, ich brauche erstmal den einen Kristall, nimm da die eine Säule wieder hoch, kann dann weitergehen, finde dann noch einen neuen Kristall, brauche aber an einer anderen Stelle wieder zwei Kristalle, das heißt, ich nehme den ersten Kristall wieder raus und so weiter, damit man so ein bisschen überlegen muss, okay, wie manage ich jetzt die ganzen Collectibles, die ich gesammelt habe, und wo muss ich gerade als erstes hin sozusagen, dass man sich die ganze Zeit umgucken muss. Und das sieht man hier in diesen Zahnrad-Collectibles. Ich dachte am Anfang, das wären vielleicht Zahnräder, genau wie viele man davon braucht, damit man etwas wieder in der Zeit zurückschicken kann, wie jetzt zum Beispiel oben diese in diesem Wasser, dass da eine Brücke eingestürzt ist, und die will man wieder hochfahren, sozusagen, damit man da weiterkommt. Genau, und auf der rechten Seite sieht man einfach nur ein bisschen, wie ich die Level aufbauen wollte, dass man erst in einem Wald startet, dann ins Schlachtfeld geht und dann in einem Sumpf landet und am Ende findet man die Eltern. Ist im Endeffekt nicht so geworden, aber ist ja auch nicht schlimm. Hier sieht man nochmal eine Skizze, wie ich die ganze Welt an sich aufbauen wollte. Also ich wollte halt, dass es eine große Welt ist und nicht verschiedene Level, wo die Level geladen werden, sondern dass du komplett von vorne bis hinten theoretisch alles sehen könntest. Das ist jetzt eine Skizze, die relativ spät entstanden ist. Also fast genau so ist es sogar im Spiel jetzt gekommen. Und man sieht da halt, beim Start gibt es so eine kleine Tutorial-Area, wo viele Ruinen sind. Dann geht es langsam in so eine Ruinen-Wald-Area und dann kommt man in das ganze Waldgebiet. Dann kommt noch mal später so ein bisschen so ein Wassergebiet. Und um noch mehr Abwechslung reinzubringen, habe ich noch so einen großen Vulkan oder so eine Art Lava-Höhle gemacht, wo man dann innerhalb von dem Vulkan sozusagen drin ist. Genau, und da findet man dann seine Eltern. Und ich habe mich halt dafür entschieden, das alles in einer Welt zu machen, damit es einerseits weniger Arbeit für mich ist, damit ich nicht alles neu bauen muss und die ganzen Begrenzungen neu machen muss, sondern ich habe dann halt meine Berge hingemacht und dann war das eine Level fertig und dann habe ich halt das andere Level da hinten dran gesetzt, wo die Berge eh schon waren als Levelabgrenzung. Man sieht hier nochmal mein Konzept von der Hauptmechanik des Charakters. Einfach nur ein paar Skizzen, was man damit alles machen kann. Und ich wollte halt nicht nur die offensichtlichsten Sachen da einfügen, sondern nochmal denken, okay, man hat zwar diese Mechanik, aber wie kann man nochmal dem Spieler wirklich eine Challenge geben und sagen, dass man die Mechanik nochmal umdenken muss. Und da habe ich da ein paar Skizzen gemacht. Ein paar sind dann auch ins Spiel gekommen. Genau, und oben rechts einfach mal ein paar Ideen, wie die Collectibles aussehen könnten und unten rechts schon ziemlich am Anfang der ganzen Entwicklung mir das Ende überlegt und rechts, ah ne, stimmt nicht, das seht ihr noch nicht, jetzt
Hier sieht man nochmal so ein kleines, so ein kleiner Test, wo das Ende dargestellt ist, wo man halt seine beiden Steineltern findet mit der Umgebung, wo verschiedene, zum Beispiel diese Sägeblätter sind. Also man kann sich vielleicht ahnen, okay, vielleicht wurden diese Charaktere mit diesen Sägeblättern irgendwie getötet oder so. Genau, hier ist noch ein bisschen beschrieben, was die ganzen Sachen denn wirklich sind. Dann kommen wir jetzt zum Knackpunkt 3D. Ich bin nicht der beste 3D-Künstler. Wir gucken nochmal hier auf die Charaktere. Ja, ich habe mir den simplen Charakter ausgedacht und der ist sehr simpel in Blender entstanden. Das ist die 3D-Software, die ich benutzt habe. Man kann da, also diese ganze Form des Charakters, man kann jeden Punkt wirklich abzählen und kann genau sagen, der hat so und so viele Punkte. Das passiert jetzt, wenn man irgendwie God of War spielt oder so und da ist Kratos. Da kannst du nicht jeden Punkt sehen, der hat da irgendwie 5 Millionen oder so oder noch mehr. Der hier hat jetzt 100. genau, und man kann halt im Blender wirklich einen Knopf drücken und dann kommt genau diese Form, die da gerade ist. Also ich habe da wirklich nicht viel geändert. Okay, bei den Füßen habe ich den Knopf noch zweimal gedrückt und ein bisschen runterskaliert und dann war der Charakter im Grunde schon fertig. Dann macht man dann noch, dann habe ich da noch so eine so ein Skelett reingemacht, damit ich die Animationen vernünftig machen kann. Hier ist nochmal der erste Test der Walk-Animation. Auch wie viele Collectibles wurden jetzt insgesamt eingesammelt oder generell, dass es gespeichert wird, falls du ein Collectible einsammelst, das Spiel schließt, wieder reingehst, dass es dann nicht schon wieder direkt da ist, sonst könnte man sich das Spiel halt so ercheaten und die ganzen Kristalle so farmen sozusagen und das muss man halt alles tricksen und gucken, dass das nicht passiert. Es geht aber noch schwieriger. Das hier ist ein Teil von der Reversible-Mechanik, also dass ich ein Objekt habe, wo also was ich halt in der Zeit vor- und zurückschicken kann. Nur ein kleiner Ausblick und das Ding ist halt, man muss, es passieren andauernd irgendwelche Sachen, mit denen man nie gerechnet hat und dann muss man einfach Panzertape zwischenschalten und sagen, okay, jetzt sollte es eigentlich nicht mehr vorkommen und das macht man so lange, bis alles klappt und dann wird halt so ein Blueprint halt ewig groß. Aber auch das geht noch schwieriger. Das ist jetzt hier ein kleiner Einblick in meinen Player-Charakter, also was der alles machen kann, was man da alles verhindern muss, damit er nicht im Sprung nochmal springen kann oder irgendwie so. Genau. So funktioniert das Ganze, wenn man da die einzelnen Mechaniken einbaut und dann immer Acht geben muss, dass die Sachen nicht kaputt gehen, wenn der Spieler irgendwas macht, woran du nicht gedacht hast, dass er das kann. Hier ist nochmal ein kleiner Einblick, wie ich das mit diesen Objekten gemacht habe, die man zurückschicken kann. Hier sieht man einfach, dass man die so wieder hochnehmen kann. Und wenn ich jetzt im Editor bin, also nicht in-game, dann habe ich mir so ein System gebaut, dass ich dieses gleiche Objekt zweimal sehe, einmal in Rot und das kann ich verschieben. Und je nachdem, wo ich das hin verschiebe, da ist die Startposition, wenn ich das Spiel anfange zu spielen. Jetzt sieht man es hier, das ist jetzt da in der Luft und so, dann kann man das halt an die andere Startposition oder die Extremposition wieder hinschieben. Oder wenn man den Kristall rausnimmt, dann geht das auch automatisch wieder zurück. Das gleiche Prinzip habe ich für verschiedene Gegner und Fallen benutzt. Also das hier ist so ein Sägeblatt, was dich umbringen will. Und da kannst du auch einfach dieses eine Objekt verschieben, was rot ist. Und dann funktioniert das trotzdem noch und du hast halt sehr viel Anpassungsmöglichkeit, wenn man später die Level baut. Erinnert ihr euch hieran, wo ich gesagt habe, so schwer kann es sein? Das ist die Hölle. Das ist ein Animation Blueprint. Da geht es darum, dass man die ganzen Animationen, je nachdem, was der Charakter gerade macht, richtig abspielt. Also ich kann hier mal ein Video abspielen. Wenn ihr darauf achtet, die Werte rechts, wenn ich die verändere, dann wird der Charakter links sich auch verändern dementsprechend. Also wenn ich sage, okay, seine Laufgeschwindigkeit, die ist jetzt irgendwie 500, dann soll er schnell laufen. Bei 100 läuft er ein bisschen langsamer. Wenn ich sage, er fällt gerade, dann soll geguckt werden, war er gerade auf dem Boden, dann muss er jetzt springen. Ansonsten kommt er in die Fallanimation. Falls das nicht der Fall ist, passiert nochmal was anderes oder er geht dann in die Idle-Animation, wenn man lange nichts mehr gedrückt hat.
all diese ganzen Sachen muss man hier abfangen und richtig schaffen, dass das wirklich richtig funktioniert für den Spieler. Und dieses ganze Spinnennetz, was ihr da seht, das sind halt, wie die ganzen Animationen zwischeneinander verknüpft sind. Und oder hier zum Beispiel, wo ich dann sage, dass der Charakter sich nach rechts drehen soll, wenn man die Zeit nach vorne spult, und nach links drehen soll, wenn man sie nach hinten spult. All solche Dinge müssen hier abgefangen werden. Oder dass eine Idle-Animation, eine besondere Idle-Animation, irgendwie nach einer bestimmten Zeit nur kommt, so wie jetzt, dass sie sich so langsam hinsetzt oder so. Und irgendwie hat er hier keine Augen. Genauso habe ich bei der Entwicklung auch schon so das Ende getestet. Relativ früh habe hier einfach so einen Trigger gehabt, wo man reinlaufen kann, und dann geht Pebble zu seinen Eltern und findet sie und wird ganz traurig, schüttelt mit dem Kopf und setzt sich hin. Was soll ich jetzt tun? Genau, einfach nur, dass ich schon mal das ganze Prinzip drin habe, und später kann ich alles noch hübsch machen. Also hier ist halt außerhalb noch gar nichts zu sehen, und das ist überhaupt nicht an einem richtigen Platz und so, aber ich wollte halt relativ schnell, dass das fertig wird, damit ich mich um den anderen Kram kümmern kann und nicht noch denken muss, okay, das muss auf jeden Fall noch gemacht werden, weil das ist sehr wichtig für mein Spiel. Hier sieht man jetzt noch ein paar kleine Screenshots, wie die Welt in dem Editor aussieht. Also man sieht hier zum Beispiel so ganz viele Kollisionen von den verschiedenen Münzen und so, die man einsammeln kann. Oder wo man die Reversibles wirklich, wo man wirklich mit denen interagieren kann. Oder es gibt so einen kleinen Splines. Das sind so eine Schienen quasi, wo irgendwelche Objekte drauf sich bewegen können und dann entlang der Schiene fahren sozusagen. Das habe ich gemacht, dass die beiden Eltern am Anfang die Tutorial-Geister sind und dir zeigen, wo du als erstes hingehen sollst. Damit du die auch schon direkt am Anfang des Spiels im Kopf hast und weißt, okay, es gibt da irgendwelche speziellen Personen, die ich suchen möchte. Genau, hier sieht man nochmal die Wasserwelt, und da sieht man auch, die ganzen roten Objekte sind halt Plattformen, die erst später erscheinen, wenn man irgendwie einen Schalter gedrückt hat oder so. Aber so weiß ich halt schon, während ich das Spiel baue, wo die Sachen im Endeffekt sein sollten und was da passieren sollte. Weil man könnte es theoretisch auch immer mit kleinen Werten einfach schreiben, okay, wenn ich den Schalter drücke, bewegt sich irgendein Objekt 100 Zentimeter nach oben oder so. Aber ich wollte mir das immer visualisieren, dass ich das beim Levelbauen schon direkt sehe. Ja, und hier ist nochmal die Lava-Höhle von oben. So, kommen wir zur Benutzeroberfläche. Da habe ich mir auch was überlegt. Ich wollte mich limitieren und wollte, dass man keinen Text in dem Spiel hat. Also es sollte keine Schrift. Also ich wollte im Grunde eigentlich keine Schrift aussuchen. Und deswegen sollten alle UI-Elemente Icons sein. Man sieht jetzt hier auch, dass einfach ein paar Skizzen. Zum Beispiel habe ich mir für das Play-Icon einfach so einen Play-Button überlegt, weil ich fand, das checkt man schon, egal welche Sprache du sprichst, du checkst, okay, hier muss ich drauf drücken, damit das Spiel losgeht. Und es hat halt noch den Bonusfaktor, dass es mit diesem Zeit vor- und zurückspulen mit dem Thema auch rumspielt. Deswegen habe ich für den Exit-Button auch so ein Icon mir überlegt, dass man irgendwie die Kassette zurückspult oder so. Habe ich im Endeffekt doch nicht genommen, weil ich fand, das war irgendwie nicht so offensichtlich. Genau, und als Speicher-Icon halt ganz normal so ein Floppy-Disk wollte ich machen, habe ich im Endeffekt gelassen, weil es speichert einfach im Hintergrund und es hatte keine Zeit mehr, glaube ich. Genau, und oben rechts sieht man, dass ich noch ein paar Icons machen musste für die verschiedenen Optionen, die man im Ingame einstellen kann, die verschiedenen Lautstärke-Slider, dass man SFX irgendwie leise machen kann, Musik leise machen kann oder die Ambience leise machen kann. Und das musste halt alles innerhalb eines Icons funktionieren und nicht innerhalb von verschiedenen Sprachen. Oder jetzt hier auch beim Tutorial unten links sieht man, dass ich ja irgendwie dem Spieler sagen muss, wie er sich bewegen kann. Und da habe ich dann diese WASD-Tasten, die man vielleicht schon kennt, genommen. Und wenn man jetzt bei dem Interact zum Beispiel guckt, dann sieht man, okay, ich will ja die Tastatur nicht zeigen, dass da eine F drauf ist. Also man muss F drücken, aber ich zeige ihm das irgendwie damit, dass man diese WASD-Anordnung sieht und die Taste rechts daneben, die musst du drücken. Es war wahrscheinlich nicht immer ganz leicht für die ersten Spieler, aber
weiß nicht, ich wollte das irgendwie probieren. Und unten links bei der Change-Time-Funktion, da ist das denn das gleiche in grün. Also da sieht man dann das WASD und man muss halt Q oder E drücken. Oder halt auf dem Gamepad ist es immer leichter anzuzeigen, was man wirklich drücken muss. Da zeigst du halt einfach das Gamepad. So sah mein Projekt für das ganze UI aus im Endeffekt. Also es war gar nicht so viel. Ich habe hier auch schon ein paar Logo-Ideen gehabt. Hier sieht man einmal, wie die, oh, sogar schon mit Musik, wie ich das System getestet habe, dass man die Musik laut und leiser stellen kann. Und wie das UI in-game auch wirklich funktioniert. Und dann ist hier einmal das Icon von dem Spiel. Das wäre dann unten in der Taskleiste, wenn man das da hinzufügt. Hier nochmal auf dunklem Hintergrund. Und hier das Logo für das Spiel. Und hier auch nochmal auf dunklem Hintergrund. Und hier ist nochmal so ein Thumbnail, was dann irgendwie bei itch.io oder bei Steam, wenn es mal auf Steam kommen würde, würde es halt irgendwie so aussehen, dass man direkt diese vibrante und farbenfreudige Welt sieht mit Pebble in der Mitte und oben das Logo. Genau. Kommen wir zur Musik. Ich habe die Musik auch selber gemacht in dem Spiel und ihr seht jetzt ganz viele Snapchat-Videos von mir. Das liegt daran, dass ich immer Snapchat eigentlich nur als Musikarchiv benutze und so habe ich immer automatisch alle Ideen, die ich mir abspeichern muss, immer bei Snapchat in dem Ordner sozusagen drin und deswegen nehme ich mich ganz oft auf, wie ich irgendwie Klavier spiele und wenn ich da was Cooles gefunden habe, dann drücke ich ganz schnell auf Aufnahme und versuche das nochmal nachzuspielen, damit ich das irgendwann wieder finde, weil ich kann keine Noten lesen und kann deswegen auch nicht schnell irgendwie so eine Sheet Music schreiben. Und deswegen muss ich einfach immer schnell was aufnehmen und gucken, dass ich das danach wieder gut raushören kann. Hier sehen wir jetzt einmal oder hören wir einmal den ersten Versuch für das Main-Theme von dem Game. Ich spiele es einfach mal ab. Man sieht, dass ich frustriert bin manchmal beim Musik machen. Ja, so sieht es ungefähr aus, wenn ich da am Klavier bin, wenn ich einfach den richtigen Akkord nicht finde. Genau, das wollte ich auch einmal zeigen, weil es ist ja nicht immer alles, dass man sofort alles perfekt schafft, sondern es ist halt viel Iteration und man muss viel gucken, okay, das funktioniert nicht, ich muss irgendwie Kleinigkeiten ändern, damit das sich gut anhört und so. Man sieht jetzt hier, dass ich so ein spezielles Gerät benutzt habe für die Musik, das ist das OP1. Das ist so ein kleines Keyboard, wo du komplett ein ganzes Lied drauf machen könntest, also draufschreiben könntest und die Tracks anordnen könntest und so. Normalerweise braucht man ja einen PC dafür. Und hier kannst du es auf einem Keyboard an sich machen. Also es ist im Grunde irgendwie ein cooles Daddelgerät für Musikleute, wie ein Gameboy, den du rumnehmen kannst und dann immer einen Song machen kannst, irgendwie im Zug oder so. Genau, was wollte ich hier nochmal zeigen? Ach so, einfach wie man damit umgeht. Man hat vier Spuren und kann die immer an- und ausmachen. Und das mache ich auch ganz viel. Dass man einfach was abspielt und dabei singe ich irgendwas, damit ich irgendwie eine Melodie rausfinde. Und deswegen nehme ich das halt auch immer auf, damit ich, falls da eine coole Melodie war, dass ich die direkt nachspielen kann. Genau, ich wollte für die Musik des Spiels auch dieses Rückwärtsthema einbauen.
Das heißt, ich habe rumgespielt, wie es sich anhört, wenn man ein Lied macht und das rückwärts abspielt, ob man das irgendwie auch reinnehmen kann und verwenden kann. Und das habe ich hier gemacht. Ich zeige einmal eine kleine Hörprobe. Das war jetzt kein Lied für dieses Spiel, sondern einfach nur zum Testen. Und da habe ich viel halt mit diesem rückwärts getestet. Da können wir einmal reinhören. Abgespielt und ich fand, das hört sich irgendwie cool an und besonders. Deswegen habe ich davon ein paar Instrumente genommen und für meine richtige Musik dann benutzt. Hier, das ist jetzt relativ die Endphase von dem Hauptsong. Einfach von dem Theme, was ich immer wieder aufgreifen wollte, und hier war das so halbwegs finalisiert. Und dann, ich wollte aber nicht, dass die Musik komplett einfach nur Klaviergespiele ist, sondern es sollte sich trotzdem elektronisch und irgendwie passend für ein Spiel anfühlen. Deswegen habe ich das halt auf diesem OP1 gemacht, die Musik, und habe das Ganze dann in einer Musiksoftware eingeladen und da auch verschiedene Sachen nochmal rückwärts abgespielt und so weiter. So sieht das ungefähr aus. Und hier, wenn wir jetzt hier einmal reinhören, dann hören wir auch, was die Rückwärtselemente sind. Also es gibt dann immer so Sachen, die irgendwie, also eine Snare würde eigentlich so machen und die macht jetzt hier aber immer und genau, das kommt dann irgendwie jeder zweite Beat oder so. Hören wir einmal rein. Oder auch die Hi-Hat, dieses T-T-T-T. Genau, jetzt in dieser Software, wo wir jetzt gerade drin sind, das ist F-Mod. Da kann man die Musik, die man gemacht hat, nochmal adaptiv gestalten. Und das finde ich halt immer das Coole an Spielen. Je nachdem, was du machst und wo du gerade bist, passt sich die Musik halt auf dich an. Oder man kann es halt so implementieren. Und das finde ich irgendwie das Besondere an Spielen. Das ist ja die Interaktivität. Bei einem Film wird ja alles von vorne bis hinten immer gleich abgespielt und nicht auf den Benutzer angepasst. Und bei Spielen eben schon, je nachdem, wo du gerade bist, was du machst. Und das wollte ich auf jeden Fall in meinem Spiel auch einbauen. Hier habe ich zum Beispiel für die Lava-Höhle so eine Musik gemacht und ich wollte machen, dass man, je nachdem wie nah man an der Lava ist oder wie gefährlich es gerade ist, je weiter du im Level kommst, fühlt sich die Musik gefährlicher an. Im Endeffekt habe ich das nicht mehr ganz geschafft reinzubauen, aber hier in F-Mod ist es auf jeden Fall drin, das können wir uns einmal anhören. Einmal oben auf dieses Danger achten, was da steht. Wenn ich da den Slider benutze, dann, also wenn ich den von 0 auf 1 schiebe, dann wird die Musik gefährlicher. So was Ähnliches habe ich für das Tutorial von dem Spiel gemacht. Ich wollte, dass man am Anfang des Spiels die ganze Zeit eine sehr ruhige Klangwelt hat und erst sobald man die Mechanik gecheckt hat und man weiterkommen darf, erst ab dann soll die Musik richtig losgehen. Und das habe ich hier
mit so ein paar Werten gemacht. Also es wird sich jetzt einmal hier loopen, wenn man den Cursor beachtet, der sich gerade bewegt. Der loopt jetzt hier in einem Bereich lang und dann wird die ganze Zeit halt dieses ruhige abgespielt. Und jetzt, wenn ich den Slider beim Intro completed, also für du hast das Tutorial geschafft, hochstelle, dann geht's halt los zur richtigen Musik. Und hier ist nochmal ein bescheuertes Video von mir, wie ich mein Theme auf Ukulele spiele. Ja, das fand ich witzig, das wollte ich mit einbauen. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Soundthema. Jetzt kommen wir nämlich zu den Sounds und nicht zur Musik. Auch die habe ich selber aufgenommen. Da bin ich einfach immer mit einem Handy irgendwie rausgegangen und habe irgendwelche Footsteps aufgenommen. Ich weiß noch, ich hatte Footsteps noch vom letzten Spiel, habe die ganz viel benutzt. Aber dann brauchte ich irgendwie neue Footsteps für, wenn man irgendwie auf Erde tritt. Und das musste schnell gehen und dann musste ich irgendwie kurz vor der Abgabe nochmal raus, irgendwie nachts schnell raus und irgendwelche komischen Schuhe angezogen, die sich gut anhören und bin dann die ganze Zeit wie ein Verrückter bei mir draußen vom Haus in der Matsche lang gerannt und habe das aufgenommen. Und hier habe ich halt eingebaut, dass verschiedene Footsteps, also je nachdem, wo du drauf lang gehst, macht das halt einen anderen Sound. Genau, generell finde ich halt immer cool, beim Sound machen muss man kreativ werden, wenn man jetzt nicht so eine riesen Sound-Library hat. Deswegen, ich erkläre das Bild gleich. Und zwar brauchte ich irgendwie einen Sound für diese Sägeblätter, die dich zerstören könnten. Und dann habe ich halt im Haus rumgeguckt. Und das finde ich generell immer witzig, wenn du langsam in die Phase gehst, wo du deine eigenen Sounds machst, dann siehst du deine Umgebung ganz anders. Du denkst, oh, Alter, ich habe die Mikrowelle gerade echt cool zugeschmissen. Das könnte ich echt cool benutzen für mein Spiel. Und dann zückst du dir halt dein Handy und dann fügst du das irgendwie ins Spiel ein. Genauso hier, da brauchte ich halt den Sound für die Sägeblätter und habe dann einfach alle Messer genommen, die ich gefunden habe, die irgendwie eine coole Klinge hatten. Und dann habe ich die aneinander gewetzt für coole Sounds. Das hört man jetzt hier. Da habe ich das dann als Loop abgespielt, dass die Sägeblätter, wenn die immer in deiner Richtung sind, dass die sich die ganze Zeit so ein Geräusch machen. Oder halt am Ende nochmal der Sound, wenn du wirklich erwischt wurdest von denen, bin ich nochmal beim Messer und habe gemacht. Hier zeige ich euch einmal ein paar Sounds, die ich aufgenommen habe und sage erstmal, was das war. Nee, stimmt gar nicht. Ich sage erstmal, was das im Spiel ist und dann am Ende sage ich, was das im Real Life war, wie ich den Sound gemacht habe. Stimmt gar nicht, ich bin zu früh. Das hier ist noch die Atmo, also dieses Geräusch, was die ganze Zeit läuft, wenn du in der Höhle bist, da habe ich halt so ein Geräusch aufgenommen. Das war einfach so ein Raum, der die ganze Zeit so gemacht hat. Und ich brauchte sowas, dass man die Lava hört. Deswegen habe ich ein Schlucken aufgenommen und habe das übertrieben laut gemacht und mit ganz viel Hall drauf. Und dann wurde halt so ein Schlucken zu so Lavablasen, die so langsam hochkommen. Und dann, ich weiß nicht, das hört man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber ich versuche es mal. Okay, man hat den Raum vielleicht gehört, aber das Schlucken nicht. Aber dann müsst ihr das Spiel selber runterladen und einmal in die Lavahöhle gehen. Naja, jetzt erzähle ich euch aber, was das für Sounds in-game waren und wie ich die gemacht habe. Aber alles nacheinander. So, einmal.
wenn man aufgespießt wird, wenn man Schalter drückt, auch wenn man Schalter drückt, wenn man ins Wasser fällt. Und wenn man in die Lava fällt. So, und eigentlich ist das mein Mund. Eine Kaffeemaschine, da so ein Schalter dran. Das auch. Wasser in der Badewanne, wo ich reingeschlagen habe. Und auch Wasser in der Badewanne, aber runtergepitcht. Und dann einfach nochmal mit dem Mund so ein Tsch zugemacht. Also manchmal hört man, das weiß ich auch, dass man manchmal total hört, dass das ein Mundsound ist, aber hey, man tut, was man kann. Okay, wir sind schon beim Ende angekommen. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das Ende im Spiel aussieht und wie das aussieht, wenn wirklich am Ende alles zusammenkommt. Also die 3D-Assets sind fertig, die Sounds passen zusammen. Ich habe noch eine Musik gemacht, nur für das Ende. Genau, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Genau, und die große Überraschung am Ende war halt, okay, du findest zwar deine toten Eltern, die haben aber in ihrer Krone sozusagen einen Platz, wo perfekt noch so eine Kristalle reinkommen könnten. Und die Idee ist halt, dass man da einen Kristall reinsteckt und das rückwärts abspielt. Am Ende hast du aber keine Kristalle mehr. Und dann ist Pebble halt traurig, setzt sich dahin und denkt, scheiße, was mache ich jetzt? Und genau in dem Moment kommt halt die traurige Musik. Und dann geht's aber langsam los und da kommen die ganzen Collectibles, die du vorher eingesammelt hast, fliegen hoch in den Kreis und die formen sich zu so orangenen oder gelben Kristalle und dann soll sich im besten Fall der Spieler denken, ah, jetzt, gerade wo das Spiel schwarz ist, da sollten die Kristalle in die Eltern, in die Krone gesteckt werden und dann kann man die wieder zum Leben erwecken. Das war so der große Plan, der große Masterplan. Ich weiß nicht, ob das immer so geklappt hat bei jedem, dass jeder sich das gedacht hat, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und das war es eigentlich. Also danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu mir habt, könnt ihr sie gerne jetzt stellen, dann versuche ich sie zu beantworten. Gibt es jemanden? Okay, erstmal keine Fragen. Wir sind mit der HTK dort hinten in der Ecke, da könnt ihr sonst mal vorbeikommen und mit uns quatschen. Da machen wir gerade so eine Mikro-Game-Jam für den heutigen Tag. Und falls euch das irgendwie interessiert, könnt ihr bei uns vorbeikommen und dann einfach ansprechen. Dann erzählen wir euch, was wir da so machen und wie das bei uns so ist bei der HTK Academy. Ansonsten vielen Dank.